Dass sie die Hölle erlebt haben muss, sieht man Chloe Ayling nicht mehr an. 6 Tage lang hielten Entführer das britische Model in Italien fest, boten sie im Darknet zum Verkauf an. Dann ließen sie sie frei. Kurz nach ihrer Rückkehr gibt sie ein Interview vor ihrer Londoner Wohnung. Ich hatte Angst um mein Leben. Ich bin unglaublich dankbar für alles, was die italienischen und britischen Behörden für mich getan haben. Ich bin gerade erst nach 4 Wochen zu Hause angekommen und hatte noch nicht die Zeit, mich zu sammeln. Für ein vermeintliches Fotoshooting war Ayling nach Mailand gereist. Dann wurde sie in dieses Bauernhaus nahe Turin entführt. Die Polizei geht davon aus, dass die sogenannte Gruppe Black Death dahinter steckt, eine kriminelle Organisation. Im verborgenen Teil des Internets, dem Darknet, versteigert sie dort unter anderem Frauen. Auch Ayling sollte mit einem Startgebot von $300.000 hier verkauft werden. Medienberichten zufolge erzählte das Model jetzt den Ermittlern weitere Details über das Vorgehen der Black Death. Angeblich werden die versteigerten Frauen in arabische Länder gebracht. Und wenn die Käufer sie nicht mehr wollten, sollen sie sogar an Tiger verfüttert worden sein. Das habe das Model von ihrem Entführer selbst erfahren, Lukas Herber. Herber war es auch, der Ayling am Ende freiließ und festgenommen wurde. Die Ermittler stehen nun vor einem Rätsel, wie der Anwalt von Ayling bestätigt. Das Verhalten des Mannes, der sie entführt, viele Tage lang festgehalten und dann freigelassen hat, ist seltsam. Es gibt einige Punkte, bei denen die Anwälte Zweifel hatten. Viele davon wurden überwunden, um Maßnahmen gegen den Mann nun zu ergreifen. Gerettet hat Ayling angeblich dieses Foto mit ihrem 2-jährigen Sohn. Ein Verstoß gegen die Regeln der Black Death. Die Gruppe soll das Bild auf ihrem Instagram-Profil entdeckt haben. Deshalb wurde Ayling freigelassen.